Tischtennis Bayerische Meisterschaften in Buxheim, Ingolstadt Süd. Sonntag, 21. Januar 2018. Damen-Doppel, Viertelfinale. Drei Partien sind schon entschieden. Und die gibt es teilweise zu sehen auf einem Extra-Video auf dem YouTube-Kanal Reinhard Steinbrecher. Suchwort Buxheim 2018. Damen-Doppel. Im Bild links, das ist mit der 57, jetzt hat sie den Ball, Janine Hanslik, eine der Topspielerinnen im Damenbereich, ist ja noch Jugend, ist unter anderem bayerische Jugendmeisterin im gemischten Doppel, jetzt kommt sie direkt auf die Kamera zu, mit Daniel Rinderer. Hat sicher noch mehr Titel, die man eventuell alle googeln kann. Ein bisschen, wenn wir das hier noch laufen lassen, dann muss ich leider, oder darf ich, wechseln. Dann interessieren wir uns für die Herrendoppel, die jetzt gerade beginnen. Naja, wenn alles für einen Kameramann gut läuft, dann kriegen wir das Ende sogar noch mit. Allerdings jetzt eine Auszeit. Und da blenden wir ganz kurz mal rüber auf das anstehende Doppel hier, von dem ich gesprochen habe. Das gibt es dann als nächste Stativaufnahme. Da haben wir auch einen der ganz neuen Tischtennisschiedsrichter im Bild. Prüfung gemacht ohne jeden Fehler. Da bin ich auch bei meinem Lieblingsthema, Leute. Schiedsrichtern, Schiedsrichtern, Schiedsrichtern. Ein ganz toller Job, tolle Funktion. Man kann viel Gutes tun für den Job. Für den Sport, den Tischtennissport, und hat wirklich erlebnisreiche Tage. Wenn man das konsequent genug macht, dann kommt man ja bis hin zu Weltmeisterschaften und zu Olympia. Sieht alle Topspieler dieser Welt, ist ganz nah vorne dran, hat aber auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Also, wer sich dafür interessiert, Leute, Schiedsrichter, gerade die Jugend ist da angesprochen. Kümmert euch drum übers Internet, über die Seite des BTTV. Wo sind die nächsten Lehrgänge? Gleich einsteigen, nicht lange zögern. Meine Wenigkeit seit 1978, Schiri, also das geht jetzt ins 40. Jahr. Ich habe das nie bereut. Musste da leider in letzter Zeit auf Sparflamme Schiedsrichtern wegen meiner Videogeschichten. Und schon allein deswegen brauchen wir da Ersatz.